Boah, endlich zu Hause. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde, aber ich habe noch so Hunger. Ich brauche noch irgendwas zu essen. Mal schauen, was ich da habe. Okay, warte mal. Das kann nicht. Ich guck noch mal. Es muss eigentlich was drin sein. Okay, ich habe so ein komisches Mehl, zwei Eier, Milch und eine Tomate. Okay, also erstens sind das richtig wenig Dinge. Zweitens, ich habe jetzt nicht mehr die Energie dafür, mir irgendwas auszudenken, was ich daraus kochen oder backen kann. Was mache ich jetzt? Da haben wir eine Lösung für. Und diese Lösung heißt Safe Food, Eat Food. Eben um Verschwendung zu reduzieren und die Bequemlichkeit zu erhöhen. Und sie wurde eben von uns gemacht, und zwar mir, Daniel. Von Anna. Alexander. Und mir, Konrad. Kommen wir nun einmal, um die Idee nochmal zu zeigen. Grundlegend gibt man auf der eine Webseite und dort gibt man erstmal die Zutaten, die man gerade zu Hause hat, ein. Und basierend auf diesen Zutaten werden dann einem Rezepte mit diesen Zutaten vorgeschlagen, mit Anleitungen, wie man diese zubereiten kann. Bei diesen diese Rezepte haben natürlich auch noch Zutaten, von denen man natürlich ein paar hat. Und falls man aber natürlich keine entsprechenden Zutaten hat, gibt es noch die Funktion, dass man sich ähnliche Zutaten heraussuchen lassen kann. Zum Beispiel, dass man zum Beispiel Zucker auch mit Honig ersetzen kann. Und das soll halt alles dafür da sein, dass man nicht Lebensmittel wegschmeißen muss, weil man sie jetzt einfach gerade einem nichts einfällt dafür, wie man jetzt zubereiten kann. Um das alles auch gut umzusetzen, haben wir uns so ein schönes Kanban-Board erstellt, wo wir dann die einzelnen Aufgaben zugeteilt haben und auf so schöne Karten geschrieben haben. Wir haben uns auch in mehrere Teams lose eingeteilt, zum Teil die Datenbeschaffung, wie man die Rezepte bekommt, wie man die Webseite gestaltet oder auch wie man die Daten auswertet und verfügbar macht. Dann kommen wir zum Frontend. Da haben wir erstmal HTML, das wir benutzt haben, dann CSS und dann haben wir dazu noch Bulma benutzt, aka Beluga bei uns in der Gruppe, weil ich das dauernd falsch ausgesprochen habe. Dann haben wir noch ein bisschen Struktur aufgebaut. Dann haben wir als nächstes unser Backend. Das haben wir auf PHP aufgebaut und SQLite. Dazu haben wir eine API benutzt namens TheMealDB. Daher haben wir unsere Daten ausgenommen und die dann in einer Datenbank gespeichert. Und dann damit halt haben wir hier auch ein ER-Diagramm, wo wir halt gezeigt ungefähr die Struktur aufgebaut haben. Und so konnten wir gut unser Backend bauen. Genau, außerdem haben wir für die Website auch einen Dark- und Light-Modus eingebaut. Also das bedeutet, je nachdem, was man in seinem Browser eingestellt hat, wird die Website auch entsprechend angepasst. Um mit dem Design weiterzumachen, wir brauchten natürlich auch ein Logo. Und das haben wir uns selbst erstellt, indem wir eben unseren schönen Schriftzug Eat Food, Save Food in Procreate eingefügt haben. Und dann haben wir unseren durchgestrichenen Mülleimer und unsere Nahrungsmittel, die wir daneben platziert haben, auch noch selbst gemacht. Kommen wir nun zu einer Live-Demo. Hier seht ihr unsere Seite. Genau, ich habe bei. Also, ich habe wie gesagt nur sehr wenige Sachen da. Ich glaube, ich habe. Wie benutze ich. Wie kann ich die jetzt benutzen? Also, erstmal gehen wir auf Rezepte. Und dort kannst du eingeben, was du alles zu Hause hast. Also, ich glaube, ich hatte so ein komisches, spezielles Mehl da, eine Tomate, Eier. Und noch irgendwas. Milch. Ja, genau, Milch. Was kann ich damit jetzt machen? Jetzt kannst du auf Suchen drücken. Und unser Produkt findet jetzt perfekte Rezepte, die du damit machen kannst. Oh, okay, das erste sieht richtig lecker aus. Aber das Ding ist, ich habe, glaube ich, keinen Zucker mehr. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kannst du auf Zucker raufklicken
Und dieses Tool zeigt dir direkt eine Alternative dazu, was du anstatt von Zucker in dieses Gericht reintun kannst. Ah, okay. Honig habe ich, glaube ich, noch da. Das sollte gehen. Und nun kannst du nach oben links klicken. So kommst du zurück auf die Homepage. Und auf der Homepage kannst du auch einzelne Alternativen finden für einzelne Produkte, die du nicht zu Hause hast. Sagen wir mal zum Beispiel Butter oder Milch. Kiefermilch. Ja, zum Beispiel für Butter haben wir Margarine, Kokosöl, Pflanzenöl, Apfelmus für Backwaren. Alma hat es vielleicht auch mitgekriegt, die Zeit war ziemlich knapp während des gesamten Projektes. Deswegen haben wir jetzt auch noch mehrere Ideen, die wir nicht umsetzen konnten, aber die man vielleicht in der Zukunft ermöglichen könnte. Dazu zählen zum einen, dass man zu den einzelnen Zutaten oder Gerichten einen Gesundheitsscore anzeigt, um zu zeigen, wie gesund die sind, um halt auch bei einer ausgewogenen Ernährung zum Beispiel zu helfen. Es wurde außerdem auch noch Foodsharing vorgeschlagen. Wenn man schon so eine Plattform hat, wo man, um Lebensmittelverschwendung zu verhindern, kann man auch gleich das mit anderen Leuten teilen und zum Beispiel Zutaten, die man selber nicht mehr braucht und wirklich nicht mehr verwenden kann, mit Leuten zu teilen, die das dann vielleicht mehr brauchen. Genau, außerdem würden wir gerne unsere Datenbanken noch mehr erweitern. Das bedeutet mehr Rezepte hinzufügen, damit man wirklich eine große Auswahl hat für alle möglichen Zutaten, die man da hat, beziehungsweise egal wie wenige man da hat. Außerdem auch gerne dann sozusagen noch mehr Ersatzprodukte, weil wir da auch noch mehr Recherche betreiben müssten. Außerdem hätten wir gerne eine Funktion, wo man eigene Rezepte hinzufügen kann. Das bedeutet, dass man die eben einträgt und dann sagen kann, okay, ich habe jetzt das und das da, kann ich damit eins meiner Lieblingsrezepte umsetzen. Außerdem wollen wir noch Vorschläge für zusätzliche passende Zutaten machen. Das bedeutet, man sagt zum Beispiel, okay, ich kann jetzt einen Auflauf machen und dann sieht die Seite, ah, du hast ja auch noch Brokkoli da. Der ist zwar eigentlich nicht im Rezept, aber würde bestimmt auch noch dazu passen. Und vielleicht läuft er irgendwie bald ab oder so. Und deswegen kann man den dann sozusagen noch benutzen und muss ihn nicht wegschmeißen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also ich brauche diese Webseite. Ihr habt ja jetzt extrem viele spannende Rezepte dabei gesehen. Habt ihr irgendetwas Interessantes, Neues gefunden, das ihr definitiv jetzt mal ausprobieren wollt? Also am Anfang haben wir gefunden, dass man Apfelkuchen mit Zwiebeln backen kann. So. Okay. Ich erinnere mich, ihr hattet sehr viele Zwiebelfotos zu Anfang. Dankeschön.